Ja, hallo Leute, ich bin's der Alex, wieder mal hier aus dem schönen Ashram hier. Ja, das Thema von heute soll sein, so ein bisschen, was ist zentral für diesen Kanal hier, ist bestimmt die Lehre des Buddha, wie ich das gesagt habe. Und heute möchte ich da ein bisschen mehr zentral reingehen, was das genau sein wird. Denn einmal war ich ja sehr inspiriert, warum ich Mönch geworden bin, damals durch die Meditation. Die Meditation hat so eine krasse Veränderung, eine heilsame Veränderung in mir gebracht. Und ja, als ich dann Mönch wurde, kam ich auch noch zu den Schriften im Buddhismus. Und das nennen wir den Pali-Kanon. Das sind die Schriften, die damals von den Mönchen 500 Jahre lang, also die Lehrreden vom Buddha, die wurden von den Mönchen erstmal mündlich wiedergegeben. Und der ist sehr zentral im Theravada-Buddhismus. Und was ein Mönch hauptsächlich macht, ist eben Meditation und das Studium des Pali-Kanon. Ja, was der Pali-Kanon genau ist, dazu in einem späteren Video nochmal genau. Aber heute geht es mehr darum, genau welche Auszüge wir damals in Myanmar studiert haben und ich auch für mich ausgesucht habe. Und genau die Teile möchte ich dann auch hier reinbringen und da immer wieder reingucken, was hat der Buddha gesagt, und ja, einen sehr guten Auszug daraus, da kommt heute hier in diesem Video. Ja, als Mönch in Myanmar kam mir ein Dokument in die Hände, wo wir eine Zusammenfassung des Kanons haben, und das war für mich super spannend und ich muss sagen, bis zum heutigen Tage ist das für mich der beste Auszug aus den Schriften. Das hat ein Mönch, Nehat Tiloka, ein Deutscher interessanterweise, ein deutscher Mönch, das war der erste buddhistische Mönch in der Theravada-Tradition, ich glaube, könnte der erste buddhistische Mönch überhaupt gewesen sein. Und zwar hat er schon 1903 als Novize ordiniert in Sri Lanka. Und er ist sehr bekannt in der Tradition, weil er war erstens ein sehr guter Mönch, das heißt, die Regeln sehr gut gelebt, sehr gute Meditation wahrscheinlich, und war dazu noch ein sehr guter Scholar, also ein sehr guter Studierter der Schriften. Der hat aus dem Pali das Ganze ins Deutsch das erste Mal übersetzt, und dieses Schriftstück nannte er die Worte des Buddha. Und bis zum heutigen Tage, ich glaube, es gibt schon die 8., 9., 10. Auflage von diesem Büchlein, ist es wirklich einer der besten Auszüge dieses Pali-Kanons, und ich habe immer wieder diesen Pali-Kanon-Auszug, The Word of the Buddha, von Nehat Tiloka für mich verwendet, um genau schneller ranzukommen, was ist wirklich wichtig an der Lehre, was brauchen wir wirklich, und es ist auch, wie es geschrieben ist, super inspirierend für mich gewesen. Und ja, heute möchte ich nur mal ein bisschen darüber erzählen, und über die nächsten Wochen bzw. Monate wahrscheinlich werde ich immer wieder aus das Wort des Buddha von Nehat Tiloka Auszüge herausnehmen und da Sachen ein bisschen erklären und wie ich die für mich so, ja, wie ich die einmal angewendet habe als Mönch und wie man die auch als Laie anwenden kann. Und was der Buddha so sagt, glaube ich, das ist auch nochmal ganz wichtig hier, dieser Message raus. Was sagt der Buddha zu dieser Existenz, zu dieser Welt, diesem Universum? Das war für mich super inspirierend, neben der Meditation. Und weil es für mich so inspirierend ist, ist das natürlich genau das, was ich mit euch teilen möchte hier. Und ja, da fängt es zum Beispiel an, die Einführung zu Buddha, Dhamma und Sangha. Wir haben im Buddhistischen immer diesen dreifachen Juwel, diese dreifache Zuflucht. Es geht immer um Buddha, Dhamma, Sangha. Also Buddha ist natürlich der, hier die Lehre in die Welt gerufen hat. Dhamma ist die Lehre an sich. Dhamma hat viele Übersetzungen. Dhamma kann man auch als Gesetz des Universums bezeichnen. Aber es wird ganz oft eben als die Lehre vom Buddha bezeichnet. Und dann noch die Sangha. Die Sangha ist
die Sangha, die Gemeinschaft der Mönche, und oftmals wird auch die Gemeinschaft der Laienanhänger auch als Sangha bezeichnet. Also da werden wir einmal reingehen, so ein bisschen, was ist Buddha Dhamma Sangha, die dreifache Zuflucht, in Zusammenhang mit den fünf Regeln, den fünf Sittenregeln, auf gutem Deutsch gesagt, was nichts anderes sind die fünf Basic Silas. Sila nennt man eben den gesamten ethischen Aspekt der Lehre, und die fünf Grundregeln daraus, wenn man die so lebt für sich selber, dann kann man sich eigentlich einen Buddhisten nennen, ob man Zuflucht genommen hat oder nicht. Genau, und das, glaube ich, wird sehr interessant sein auch. Die lebe auch ich für mich, so gut ich kann. Und da werde ich dann ein bisschen reingehen, die ein bisschen erklären. Und genau. Dann geht es weiter. Also einer der Grundhauptteile der Lehre sind die vier edlen Wahrheiten, die der Buddha für sich entdeckt hat und dann in die Welt rausgegeben hat. Und ja, es ist einmal die Wahrheit vom Leiden. Da wird ganz ein wichtiger Teil auch sein. Das hatten wir ja schon vorher einmal mal, dass, ja, dass einfach viele Leute durchs Leiden an die Lehre kommen, aber auch für Leute, die das Leiden noch nicht wirklich verstanden haben. Was ist überhaupt Leiden? Das wird bestimmt in dieser Wahrheit vorkommen. Dann die zweite Wahrheit ist die Leidensentstehung. Warum ist da Leid? Wie entsteht das Leid? Genau. Da werden wir gucken, genau, was der Buddha da meinte und für sich herausgefunden hat, was auch so zentral ist. Ja, der dritte Punkt ist die Leidenserlöschung. Also es gibt einen sehr positiven Aspekt zu dieser Lehre, auch einen positiven Gegenaspekt zu diesem Anfangs. Ja, es hat manchmal auch sehr negativ für die Leute, weil der Buddha erklärt Leiden. Aber er sagt, nein, es ist positiv, weil es gibt einen Weg raus aus dem Leiden. Ja? Und da geht es in der dritten Wahrheit darüber. Und der vierte, auch sehr wichtig, die vierte Wahrheit ist einfach der Weg zur Leidenserlöschung, oder? Der Weg raus. Und dann ganz genau exquisit aufgezählt, was das ist. Und den nennen wir der achtfache Pfad im Buddhismus. Das ist auch sehr zentral und der... Ja, genau, den werde ich dann bestimmt auch durchnehmen. Rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung, immer in Hochdeutsch. Ich werde das dann ein bisschen erklären. Und genau, die Verwirklichung des achtfachen Pfades, einfach, das wird sehr zentral sein. Und immer mal wieder Auszüge, was der Buddha seinen Mönchen da gesagt hat, in sehr inspirierender Art und Weise. Das war für mich halt auch mega inspirierend. Denn was passiert ist mit diesem Text? Anfangs ist es nur ein Text, ja. Aber für mich ist es ein sehr heiliger Text geworden, weil wenn ich nebenbei meditiere, das heißt, ich präpariere den Geist mit Stille und Einsicht und einer gewissen Stärke, dann kommt diese Texte, die ja wirklich bis zum Buddha 2500 Jahre zurückgehen, die werden wirklich lebendig. Diese Texte werden lebendig und ich fand es faszinierend, was passiert ist. Ich fand es faszinierend, wie der Buddha Karma erklärt, wie er uns erklärt, der Weg raus aus dem Leiden. Und ja, ich fand es einfach mega faszinierend und mega ansprechend, auch jetzt hier in dieser Zeit. Und da ist mich so inspiriert, wie gesagt, möchte ich das mit euch ein bisschen teilen da draußen. Mal gucken, wo uns das zusammen hinführt, eben wie gesagt. Ich bin schon mal sehr gespannt, bin mega motiviert, das über die nächsten Wochen bzw. Monate mit euch hier durchzuziehen. Und ja, bin super neugierig, wie das alles sein wird. Ich hoffe, ich kriege weiterhin so coole Locations wie hier. Und ja, in diesem Sinne war das erstmal ein kleines Intro zu den nächsten Videos und ich freue mich schon. Ich sage schon mal bis bald. Macht's gut.